ein 2,5 Millionen Jahre alter Unterkiefer eines Urmenschen. Aus Fundstücken wie diesem ziehen die Wissenschaftler des Senckenberg-Forschungszentrums Biodiversität und Klima nicht nur Schlüsse über unsere Vergangenheit. Wie sie nun auch Bundesforschungsministerin Johanna Wanka persönlich erläutern konnten, sind die unter anderem hier im Isotopenlabor gewonnenen Erkenntnisse auch für das Verständnis des fortschreitenden Klimawandels von großem Interesse. Wir nutzen eben diese Arbeiten über die Evolution von Organismen, etwas um über das System zu lernen und damit durch ein besseres Verständnis des Systems auch bessere Prognosen für die Zukunft zu machen. Und ich meine, Zukunftsprognosen, Zukunftsforschung, das ist immer so eine sehr vage Sache, aber gerade diese Arbeiten über Paläontologie, Evolutionsgeschichte geben uns das Rüstzeug, auch die Veränderungen der Erdgeschichte in allen seinen Varianten zu erfassen und mit dem besseren Systemverständnis genauere Prognosen für die Zukunft zu erstellen, als das jetzt einfach nur mit unvalidierten Modellierungen gehen würde. Viele Frankfurter verbinden mit dem Namen Senckenberg vor allem eines: die beeindruckenden Saurier-Skelette, die in Bockenheim zu sehen sind. Doch gerade die in den vergangenen Jahren entwickelten neuen Forschungs- und Analysemethoden lassen naturhistorischen Sammlungen wie dieser eine ganz neue Bedeutung zukommen. Bei den Forschungsmuseen ist vielen gar nicht deutlich, welche Schätze wir da haben für moderne Forschungsfragen. Das heißt, die Exponate, die von vor Jahrhunderten gesammelt sind, die sich da finden, die kann man nicht nur DNA, alles Mögliche untersuchen und Ergebnisse erzielen, die man früher, als man das gesammelt hat, also schöne Präparate oder anderes, nie bedacht hat. Das heißt, ganz moderne, aktuelle Fragen mit den modernen Forschungsmethoden, die man hat, kann man jetzt unter Umständen ansetzen auf das, was an Schätzen im Museumsteil ist. Die vom Big F in Augenschein genommenen Wechselwirkungen zwischen dem Klimawandel und dem Verlust der Artenvielfalt bilden einen der Schwerpunkte der Wissenschaftsförderung des Bundes. Durch die Verstetigung mit einem jährlichen Fördervolumen von 6,5 Millionen Euro wurde den 135 wissenschaftlichen Mitarbeitern nun eine dauerhafte Beschäftigung gesichert. Unter dem wohlwollenden Blick des wiederauferstandenen Stifters Johann Christian Senckenberg konnte das Forschungszentrum außerdem seine Aufnahme in die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und die Leibniz-Gemeinschaft feiern. Mit beispielsweise dem Naturkundemuseum in Berlin befindet sich Senckenberg hier in bester Gesellschaft. Die Forschungsmuseen, insbesondere die naturkundlichen Sammlungen, sind ein großer Schwerpunkt innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft. Wenn man die wissenschaftlich bedeutenden naturkundlichen Sammlungen insgesamt sieht, sind das vielleicht 100 Millionen Sammlungsstücke in Deutschland. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, die Probleme, die natürlich damit zusammenhängen, eine Sammlungsvielfalt von 100 Millionen Stücke zu sichern, zu bewahren, auch als nationale Aufgabe und sie über die Digitalisierung national, international zugänglich zu machen. Das sind Aufgaben, die wir jetzt anpacken müssen und anpacken. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir dies in dem engen Schulterschluss zwischen der Wissenschaftspolitik des Bundes, der Länder und der Wissenschaft selbst auch hinbekommen. Das in unmittelbarer Nähe zum Senckenberg-Museum angesiedelte Forschungszentrum wurde 2008 als Kooperationsprojekt zwischen Senckenberg, der Goethe-Universität und dem Institut für sozialökologische Forschung gegründet und wird auch zukünftig als Joint Venture der beteiligten Partner fortgeführt.